Und wir haben auch eine neue Kanone für unseren Pflanzenhelden bekommen. Der hieß. Moment, Sage. Ja, die Helden mehr angeschlagen als sonst irgendwas, aber ja, Hordenangriff. Das war anscheinend das Bossportal, das bleibt anscheinend überall gleich. Horde entdeckt. Diese Kugeln sind Katalysatoren, die Helden einzigartige Boni gewähren. Klicke auf eine, um sie aufzunehmen. Wenn ihre Farben in den Reihen und Spalten zusammenpassen, geben sie zusätzliche Boni. Ah ja. Horde greift an, na super. Ja, jetzt wird's dann leicht intensiv hier. Wiederbelebt. Ach, Alter. Neues Schwert für Goliath. Animus, belebt Tote wieder, flieht. Wer jetzt beim Namen Animus an Assassin's Creed denkt, dem kann ich helfen. Ich nämlich auch. Ach du Schande. Das ist ja mal ein Boss. Misso der Lebensengel. Stachelaura. Ja, das war's mit dem Boss. Goliath ist nochmal dran für den krönenden Abschluss, die letzten Mini-Creeps zu besiegen. Wo das gewesen ist. Ja, das sind jetzt noch ein paar Vier. Die könnten wir aber eigentlich ganz gemütlich wegputzen mit unserer Spezialfähigkeit, wenn ich klug genug wäre, sie einzusetzen. Horde besiegt. Ja, das war die Horde hier in Welt 3. Und damit zurück zum Schiff. Und da sehen wir uns gleich wieder in der Heldenlobby, in welcher wir uns auch gleich wieder ableveln werden. Wobei, wir haben hier die passenden Typen für die Gegner. Ich versuche das jetzt einfach mal für die besseren Objekte alles aufs Spiel zu setzen. Dafür haben wir eine sehr gute Gruppe für diese Dingensteile jetzt. Die Schattenlichtungen. Der letzte Progenitor von Nocturna starb hier beim Kampf gegen die Darkspores, mitten in den leuchtenden Kristallen. Ihr tödlicher weißer Schatten ist ein passendes Mahnmal. Ja, ist das jetzt ein Level oder ist das jetzt ein Hordenkampf oder... Ich glaube fast, das ist das nächste Level schon. Das heißt, wenn ich diese Items ganz aufs Spiel setzen will, werde ich direkt in die nächste Mission geschickt. Vampirhüpfer. Naja. Sie sieht auch schon fast irgendwie so nach Geheimnisgegner aus. Nein, ist aber nichts. Ah, da. Ja, ich glaube nicht, die können wir zusetzen, ist doch klar. Das glaubt auch nur ihr. Skrupelfreie Klinge für einen Helden, den wir noch nicht haben. Ich weiß auch nicht, was der Zyklus ist. Oder ein Symbol nach, würde ich sagen, sowas wie Wind oder Luft oder. Es ist so, dass die Elemente immer ähnliche Symbole haben. Nur heißen die hier eben anders, denn das Symbol, das hier für Plasma steht, kenne ich auch aus anderen Spielen für Feuer. Das, was hier für Pflanze steht, kenne ich aus anderen Spielen und Legenden, Mythen, Teilen als Erde. Also, es ist definitiv nichts Neues.
Aber es ist eine gute Idee, das mal neu zu benennen. Vor allem, weil das ja nicht direkt in unserem Universum spielt. Da kann das durchaus eine andere Bedeutung haben. Die Viecher erinnern mich an Viecher, die ich in Spore mal geschaffen habe. Das ist ein stummschaltender Leuko-Teil-Dingens. Da konnten die damals nicht speien. Es wäre irgendwie cool gewesen, wenn man seine Kreaturen aus Spore irgendwie importieren hätte können. Vielleicht als Gegner, vielleicht als Helden auch. Das wäre schon ganz nett gewesen. Sage ich jetzt einfach mal. Also dafür hätten sie von mir definitiv einen fetten Pluspunkt bekommen, wenn sie das geschafft hätten. Aber ich denke mal, das ist zu viel des Erwartungsvollsten, denn Spore ist ja schon eine Zeit lang her. Und das würde nicht mal ich so erwarten, dass dann jahrealtes Spiel wieder unterstützt wird. Vor allem, wo sich doch angeblich so schwer so schlecht verkauft hat. Wobei ich mich frage, ob das überhaupt stimmen kann, denn Spore war ja, also ich weiß noch, mit dem Online-Content, das war relativ dicht besiedelt. Okay, jeder Spieler hatte so 5-6 Planeten mindestens, weil das Spiel einfach so kurzlebig war. Es hat immer wieder irgendwo motiviert, neue Kreaturen zu schaffen. Und da liegen jetzt tonnenweise Kreaturen teilweise am Netz, die da quasi vergammeln. Die könnte man doch wirklich so importieren. Man hat sowieso die verbundenen EA-Konten. Eine Mutation infolge der Metabolisierung der Vorkommen von phosphoreszierenden Kristallen in der Erde. Ja. Ich meine die. Entschuldigung. Ich meine die Accounts von Electronic Arts Spielen und Maxi Spielen sind sowieso alle verbunden. Also da müsste es doch eigentlich ein leichtes sein, die Konten zu verbinden. Würde man meinen. Und dann quasi die Kreaturen aus Spore als Gegner in Darkspore einfügen. Also quasi mit Zufallstypen. Also sprich, die Viecher können zwar jede Mission auftauchen, aber in einen anderen Typ zum Beispiel. Und je nach Ausrüstung andere Fähigkeiten haben. Und selbst wenn die mal keine besondere Bewaffnung haben oder was in Spore, dann könnten die doch immer noch als Heiler funktionieren. Nachdem das Spiel ja auf demselben Editor auch passiert, sagt man zumindest, ich weiß nicht, ob es stimmt, also der Editor ist sich sehr ähnlich, aber ich weiß nicht, ob es wirklich kompatibel wäre. Hätte man doch sicherlich irgendwas machen können, um diese Verbindungen herzustellen. Das wäre sicher auch was für treue Fans der Serie gewesen, die Spore Game gespielt haben. Man sagt, okay, in Darkspore kommen deine Kreaturen wieder vor. So quasi, hey, ich habe vor ein paar Jahren was geschaffen und heute findet das Verwendung. Und quasi jeder, der möchte, kann mich zur Freundesliste hinzufügen und meine damals geschaffenen Kreaturen zu seinen Gegnern hinzufügen. Oder ich kann zum Beispiel die Kreaturen von meinem liebsten Feind irgendwie beseitigen, der mich damals in Spore 100.000 Mal feindlich besetzt hat, den Planeten. Das wäre doch was Cooles gewesen.
Aber Darkspawn ist so auch ein sehr gutes Spiel und ich übe schon wieder zu viel Kritik. Weil mir gerade auffällt, dass die Level hier doch etwas Auswahlmöglichkeiten an Wegen bieten. Nicht wirklich viel, aber immerhin. Keine Kugel, ja doch. Kapsel, nicht Kugel. Ja, ich muss meinen gelegentlichen Sprechpausen entschuldigen. Ich hatte einen langen Tag hinter mir. Und die Aufnahme passiert hier schon etwas später. Bin ich eh so wie immer. Und da ist es eben manchmal Not, dass ich gähnen muss. Dass ich das nicht jedes Mal ins Mikro mache, schalte ich das dafür immer aus. Das kennt ihr, wenn ich spreche und schon langsam anfange, die Stimme so im Hintergrund zu heben, unbewusst oder ungewollt. So. Dann. Ja. Genau. Ja, das sieht gut aus. Eine Brücke, die sieht doch ideal aus für einen Hinterhalt. Das Viech hat mich jetzt wieder vergiftet. Ich mich an, dass hier wieder diese Vampirhüter, ob sie die von Zelda abgestaut haben. Da gibt es auch diese Wasserläufer und also in Ocarina of Time gibt es ja diese blauen Wasserläufer und dann diese roten, ich glaube Felsspinnen oder was das waren. Die haben ja auch einen ähnlichen, ein ähnliches Aussehen, einen ähnlichen Körperbau. Aber das ist ein allgemeines Problem in der heutigen Zeit, dass es... ...dass es nichts wirklich Neues mehr gibt, sondern... vieles einfach sich mittlerweile so ähnlich sieht, weil einfach so ziemlich alles erfunden ist, was man erfinden kann. Cool, es gibt auch Leute, die gesagt haben, dass 256 Kilobit Arbeitsspeicher genug sind. Oder dass das Telefon eine vollkommen nutzlose Erfindung ist, die sich nie durchsetzen wird. Haben berühmte Leute gesagt damals. Was daraus geworden ist, sieht man ja heute mit weltweiter Telefon- und Handyvernetzung und Rechnen mit 8, 16, 32 Gigabyte Arbeitsspeichern. Hätte sich damals keiner träumen lassen. Mal schauen, was wir noch alles erfinden können und werden. Und was unsere Nachfahren noch erfinden. Obwohl das uns eigentlich ziemlich egal sein kann, denn wir werden das sowieso in der Form nicht erleben. Denke ich.